Und so übte ich. Ich rannte, ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es 2 Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte, als mein eigener... Als mein eigener Vater. Guten Morgen. Wünsche ich dir auch. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Okay. Mal sehen, wo es denn jetzt hingeht. Wir wurden jetzt anscheinend 6 Monate lang von Achilles trainiert. Mal gucken, was jetzt Kashing Hon Ching Ting Tong so drauf hat. Boston 1770. Glotz nicht. Verzeih. Komm weiter. Dieser Ort ist unglaublich. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Ich könnte Tage hier verbringen und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Landlebens. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge. Für wenige. Ja, das glaube ich. Gucken, wo uns jetzt hinführt. Ah, aber weißt du, es ist wichtig, wieder bei der... In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja, das ist jetzt dein Name. Also gut, fort mit dir. Okay. Wir sind jetzt Connor und machen uns auf den Weg zum Gemischtwarenhändler. Und vorher auf der Weltkarte habe ich schon erfahren, dass er Connor heißt. Das ist natürlich sehr schlau gemacht von den Entwicklern von Assassin's Creed. Muss ich echt sagen. War sehr, sehr schlau. So, hallo. Ich bin es leid. Jeden Tag werden neue Steuern erhoben. Vielen Dank. Neue Gesetze erlassen ohne unsere Zustimmung. Der Revenue. Wow. Briefe habe ich bekommen, okay. Ah, sieh mal an, da oben fliegt ein Blatt Papier rum. Hallo, lauf auf der Hofe, so blöd. Hallo, Blatt Papier. Willst du mich jetzt verarschen? Blatt! Bleib bei mir! Ich krieg dich. Und das Blatt Papier fliegt einfach weg, ey. So ein Scheißblatt. Egal, dann synchronisieren wir uns mal hier. Und auf geht's. Das Blatt Papier haben wir jetzt zwar nicht gefunden, aber, naja, egal.
Gehen wir doch mal lieber ins Gemischtwarenhändler. In den Gemischtwarenhändler. Und sehen, was passiert. Verlaufen? Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Ich hatte ein fettes Grinsen auf dem Gesicht. Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Der scheint ja sehr viel Vertrauen zu dem Gemischtwarenhändler zu haben. Na, gehen wir mal wieder hier raus. Zurück zu Achilles. Wer sitzt im Parlament für Boston? 5. März 1770. Alle Mann! Irgendwas passiert hier. Ein Aufstand? Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Folge mir. Okay, ich folge dir. Was haben Sie jemals für unser Wohl getan? Ah, sag ich doch. Hier, ein Aufstand ist hier los. Die streiken hier. Wir gehen, glaube ich, hier hin, um zu gucken, was hier an dem Haus los ist. Denn hier scheint irgendwie der Bürgermeister oder sowas zu sitzen. Ein letztes Mal auseinander! Versammlungen dieser Natur sind verboten! Wir gehen nirgendwo hin, Bastard! Hey! Geht doch zurück nach England! Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos! Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen! Niemals! Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen! Ihr Feiglinge! Schießt mit Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst! Da! Was ist das? Das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Okay, dann folgen wir einfach mal ihm. Er darf die Lunte nicht zünden. Aber nichts aber. Tu, was ich sage und los. Komm her, du fetter Feigling. Du schießt ja doch nicht. Hey, Rotrock. Na komm, benutz das kleine Gewehr. Rumgedrängter fetter Rüpel in deine Hose. Nein, danke. Oh, hier. Folgen wir dem Mann mal. Hoi, du da. Was soll denn dieser Aufruhr? Feuer am Townhaus. Hier in mehreren Leuten. Da sind wir gut geschützt. Random verwirrte NPCs, die keine Ahnung haben, was sie tun. Auch gut. Naja, ich sehe dich. Ich warte nur. Na komm doch her. Ha, wo kletterst du denn hin? Ich bin direkt hinter dir. Du hast überhaupt gar keine Chance. Oh oh. Nein, nein, ich bin nicht da. Ich bin unsichtbar. Du kannst mich gar nicht sehen. Wie läuft der denn? Ich kann ihn nicht verfehlen. Gute Nacht. Dein Plan ist gescheitert. Nicht ganz. Ja, Hunde! Feuer! Yo, schießt auf wehrlose Leute! Scheiß Templer! Uns werden wir schon wiedersehen.
irgendwann. Tschüss. Stirb. Verschwinde. Und hoch. Er will uns abschütteln. Bleib dran, Jungs. Und? Ich muss sofort zu Achilles. Wir haben die Mission erfolgreich geschafft. Da-da-da-da. Du da, Obacht, Junge. Ich will nur helfen. Wer bist du? Nur ein Bote. Mr. Adams will dich sehen. Was? Warum? Das musst du ihn schon selbst fragen. Treffpunkt ist heute Nacht an der Faneuil Hall. Ich schlage vor, du tauchst so lange unter. Ich nehme dir das Leben durchgedreht. Heute Nacht. So gut wie tot. Na? Hinterher! So gut wie tot. Was machst du da? Zu langsam. Was zur Hölle? Der ist doch bescheuert. Los, kletter da jetzt hoch. Nein, nein, du hast mich gar nicht gesehen. Du hast mich gar nicht gesehen. Tschüss. Spring da jetzt rüber, Mann. Tschüss. Ah, ist eine Bank. Kein Geld haben wir, okay. Ah, wir entkommen den schon. Auf zur Mission. Wir haben noch einiges hier zu erledigen. Bam, 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 bada, bam, bam. Da vorne ist die Mission, die wir brauchen. Sehr gut. Hallo. Wie ausrastet, Alter. Ich bin anonym. Aua. Und rüber hier. Wow, hier ist ja Action pur jetzt. Wir werden permanent verfolgt. Diese drei Symbole sind dauer am Blinken. Ich habe keine Ahnung, wie man das hinkriegt, dass wir unentdeckt bleiben. Wir müssen irgendwie anonym werden, aber die Frage ist, wie werden wir anonym? Wir werden ja gesucht. Müssen wir vielleicht unser Aussehen ein wenig verändern? Aber ja, hallo. Danke. Bitte. Briefe in Boston übergeben. Eine von vier. Alles, was ihr jemals brauchen könnt. Okay. Hier für euch gesammelt. Hallo. Vielen Dank. Bitte. Die Wunder der Welt zu alltäglichen Preis. So, mal sehen, ob wir jetzt anonym genug sind. Ja, sind wir. Sehr gut. Du bist Achilles Bursche. Connor, oder? Genau. Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Bescherung. Wer bist du? Samuel Adams, stets zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Hört her, hört her! Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhaus. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird. 10 Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Irren führen. Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast. Okay, mal sehen, wie viele Steckbriefe denn wir machen. Solange noch Steckbriefe übrig sind. Okay. Hier vorne müssen wir hin. Oh, das ist natürlich sehr, sehr gut besucht, ne?
Hier, den können wir doch hier mit... Können wir den nicht... Hey. Können wir den nicht ins Wasser werfen? So, und der Steckbrief ist abgerissen. Nur spekulieren, warum er das tat. Aus Solidarität mit den Demonstranten? Aus Rache für ein... Nein, nein, du hast mich gar nicht gesehen. Du hast mich gar nicht gesehen, nein, nein, nein. Oh, ich hasse das bei Assassin's Creed so, ne? Tschüss! Sich mit Samuel treffen. Hör auf! Meine Fresse. Und rein hier. Diese Logik alleine. Na komm. Tja. Plötzlich kein kleiner Schisser mehr. Niemand kann sagen, wer den ersten Schuss abgab. Aber wir verdächtigen einen Mann indianischer Herkunft. So langsam. Man kann nur spekulieren, warum er das tat. Mann, bleib doch da drinne, du blödes Arschloch. Okay, dann machen wir das mal ganz anders hier. Und hoch hier. Wir müssen jetzt erstmal hier komplett aus dem Sichtkontakt raus. Sonst können wir die Mission hier gar nicht mal mehr erfüllen. See you! Und hoch hier. Und die Sache hat sich schon gegessen. Wir sind jetzt hier aus dem Sichtkontakt raus. Und jetzt klettern wir hier hoch. Richtig elegant, wieder zurück. Ah, nicht runterfallen. So, perfekt. Hier rüber. So, so, so. Und jetzt springen wir in den Wagen. Ich hab gesagt, jetzt springen wir in den Scheißdrecks-Hurensohn-Wagen. Ach, jetzt erfindet uns keiner mehr. Nein, wir haben uns hier nicht versteckt. Ich habe nur meinen Bekanntheitsgrad gesenkt. Wehe, du blödes Arschloch, guck's hier rein. Habe ich doch gar nicht. Wer sagt das denn? Es gibt hier niemanden, der mich vorher gesehen hat. Überall diese Wachen. Mann, 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 Mann. Hallo, interagieren. Ah, Connor. Da bist du ja. Ich möchte dir Cyrus vorstellen. Ist das der Mörder? Ruhig, mein Junge. Cyrus ist auf unserer Seite. Oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Hört, hört! Wir erfuhren, dass der Verantwortliche für die heutige Schießerei womöglich verkleidet war. Eine Perücke und Schminke wurden in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen sprechen von einem Mann mittleren Alters und blassem Teint, der zu den Landungsbrücken floh, ein Gewehr im Arm. Ich danke euch, Cyrus. Gerne. Dann komm mit. Eine letzte kleine Aufgabe bleibt uns noch. Wo gehen wir hin? Zum Drucker. Was glaubst du, wo all die Steckbriefe herkamen? Sie stammen aus einer Maschine. Wir müssen sie abschalten. Ah, durch Bestechung eines Fuzzis können wir das natürlich machen. Warum läufst du in mir rein? Bist du bescheuert oder so? Na dann komm. Komm. Ich bin jetzt inkognito, also heißt das, ich kann ruhig die Mission da erfüllen. Ganz ohne Probleme. Da ist ein Kontrollpunkt. Komm mit. Hier lang. Ich könnte über die Dächer gehen und dich dort treffen. Nein. Besser, du lernst erstmal die Tunnel kennen. Tunnel? Die Freimaurer haben ein ganzes Netz davon unter der Stadt.
Sie sind recht nützlich, wenn Eile und Geheimhaltung nötig sind. Tunnel, okay. Danke. Bitte. Also gehen wir jetzt durch die Tunnel und die Tunnel sind hier vorne. Oder was ist das da für ein Symbol? Wo sind denn hier die Tunnel? Ich weiß nicht, wo die Tunnel sind. Das gefangene Tier wurde von einem Raubtier gefressen. Achso, okay. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, gib uns doch einen Daumen nach oben. Kommentiere auch in den Kommentaren mit anderen Usern, was wohl mit Desmond und seinen Freunden in der nächsten Episode passieren wird. Ich hoffe, du schaltest auch in der nächsten Episode von Assassin's Creed 3 ein. Also, bis dann und ciao.